Hallo Leute, ja, ich möchte mich mal auch wieder mit ein paar Worten an euch wenden. Wir sind gerade in Jönköping am Vätternsee, dem zweitgrößten See Schwedens. Den seht ihr auch da schön im Hintergrund. Und ich habe euch vorher gerade noch den Sonnenuntergang gezeigt. Das ist jetzt gerade 8:30 Uhr abends. Und ich bin da etwas abseits von unserem Quartier, das wir heute auf einem Campingplatz haben, in einer kleinen Hütte. Liegt sehr nett, direkt am See, ein bisschen am Stadtrand von Jönköping. Aber relativ nah am Strand und kurzen Fußweg auch zum Rosengarten. Und ja, ich habe mir gedacht, es ist gerade noch so schön heraus, die Gelegenheit nutze ich, um mal wieder ein bisschen was zu erzählen und mich mal wieder zu melden. Wir sind jetzt mittlerweile am 11. Tag unserer Rundreise, das heißt, alles neigt sich schon langsam dem Ende entgegen leider. Aber ein paar Tage haben wir noch. Morgen geht es dann noch nach Göteborg. Und ja, heute, wie gesagt, gab es eher einen entspannten Tag, war sehr ruhig, gemütlich. Wir waren auch relativ zeitig schon in unserem Quartier. War aber trotzdem ein sehr schöner Tag, speziell der Spaziergang durch das Moor war sehr schön, war super sonnig, Traumwetter. Wir waren dann auch noch am Strand, ein bisschen baden, wobei man sagen muss, also das Wasser vom Vätternsee, das ist schon sehr eisig. Also das ist nochmal, glaube ich, etwas kühler als das Wasser, was das Meer hatte in den Schären. Also der ist schon wirklich sehr, sehr frisch. Ja, aber es war ein super schöner Tag. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da oder teilt das Video, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt alles Gute und wir sehen uns dann morgen wieder zum Tag 12 hier in diesem Videotagebuch unserer Südschwedenreise. Bis dahin, Leute, macht es gut, euer Chris.